Die sehen sich in einem Rassenkrieg. Und Herr Kubitschek tut das, Ihr geistiger Vater. Und Sie tun das hier im Parlament. Sie wollen... Tut mir leid. Ich habe gesagt, Ihr geistiger Vater. Und wie viele von Ihnen sind in Schelroda gewesen? Frau Sitte hat darauf hingewiesen. Und wie viele von Ihnen glauben, dass man, wie viele von Ihnen glauben mit Herrn Höcke gemeinsam, dass man Teile des Volkskörpers abspalten muss? Wie viele von Ihnen glauben eigentlich, dass Sie unterwegs sind und versuchen, dieses Land und seine Demokratie, das demokratische System abzuschaffen? Das ist das, was Sie wollen. Das ist das, wogegen wir aufstehen, weil wir an der Seite der Jüdinnen und Juden in unserem Land stehen, weil wir an der Seite derjenigen stehen, die Opfer von Rassismus sind und die sich bedroht fühlen, und weil wir dieses demokratische Land, diesen Rechtsstaat schützen werden mit rechtsstaatlichen Mitteln. Ja, das werden wir tun, und wir werden klar machen, dass Sie keine Chance haben, dieses Land zu zerstören, meine Damen und Herren von der AfD.